Ihr wolltet auch schon mal in der heutigen Zeit Hearts of Iron 4 spielen, aber die Millennium Dawn Mod ist euch einfach zu komplex und zu performance-lastig? Dann gibt es da eine Mod, die könnte genau eure Ansprüche erfüllen. Und zwar die Novum Vexillum Mod. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Was macht die Novum Vexillum Mod? Die gibt euch zwei Startdaten. Zum einen den 1. Januar 2000, das wohl interessanteste Szenario. Aber ihr könnt natürlich auch im Jahre 2016 spielen, wobei da das Ganze noch nicht so wirklich entwickelt ist. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, ihr wählt einfach ein Land aus, was ihr spielen wollt, im Jahre 2000 oder im Jahre 2016. Wobei die Unterschiede landtechnisch jetzt natürlich nicht so groß sind. Die größten Unterschiede sind eigentlich vor allem dadurch, dass die Länder in der 2016er Version schon deutlich fortgeschrittenere Fokusbäume haben. Generell könnt ihr jedes Land auswählen, was ihr wollt. Viele Länder haben natürlich auch neue Fokusbäume bekommen. Die meisten sind zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Russland, die United States of America, China, Japan, so quasi diese großen Powers, von denen man auch ausgehen würde, dass sie eigene Fokusbäume haben. Aber sagen wir mal, wir spielen mit Deutschland. Aber wir spielen natürlich nicht 2016, sondern 2000. So. Und dann seht ihr auch, da ist der gute Gerhard Schröder, ist der currently Anführer unserer wunderschönen Nation. Und dann schauen wir einfach mal ein bisschen in die Mod rein, was sie so ändert, was sie so bringt und was sie so besonders macht. So, wenn wir in das Spiel reingehen, seht ihr auch sofort, okay, cool, wir haben hier viele neue Icons auch mit drin, natürlich neue Icons für die neuen Divisionen der heutigen Zeit. Dann, wir haben hier ein großes Bündnis. Ja, die NATO. Dann haben wir natürlich das russische Bündnis. Und ansonsten noch ein paar Nationen, die kein Bündnis haben. Das wird sich im Laufe des Spiels aber ändern. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte aber ohne Bündnisse spielen, habt ihr noch jede Menge coole Möglichkeiten, die diese Mod auch nochmal so richtig geil machen. Zum einen könnt ihr hergehen und könnt alle Factions dismanteln. Ihr könnt die Europäische Union auflösen. Ihr könnt alle Garantien auflösen. Ihr könnt die natürlichen Drifts für eine Ideologie auflösen. Ne? Tschüss, tschüss. Also ihr könnt ausstellen, dass es keine Nuklearwaffen gibt. Also einstellen, dass es keine Nuklearwaffen gibt. Dann könnt ihr ausstellen, dass Nuklearwaffen, die es jetzt gar nicht mehr gibt, World Tension generieren würden. Ihr könntet einfache Country Names machen. Das heißt, es wäre dann quasi, statt Kingdom of Sweden, wäre es einfach nur Sweden oder irgend sowas. Kurz zu ausprobieren. Ja, genau. quasi so für die, die nicht so viel lesen möchten. So, aber jetzt kommen wir zur geilsten Option der ganzen Mod. Die Option, die das Spiel, diese Mod eigentlich auch erst so geil macht, meiner Meinung nach. Es gibt Capricious Wars. Ich weiß nicht genau, ob das eine Semi-Mod ist, die eingebaut wurde, oder ob das einfach von der Mod-Erstellern selber gemacht ist. Jedenfalls seht ihr hier verschiedene Stufen. Es gibt vier Stück. Ihr könnt das komplett deaktivieren. Ihr könnt das auf leicht machen. Ihr könnt es auf mittel machen. Oder ihr könnt es auf extrem machen. So, und was bringt das Ganze? Wenn ihr das Ganze aktivieren solltet, auf leicht, mittel und hoch, gibt es random Kriege. Umso höher die Stufe, umso mehr random Kriege gibt es. Und wenn ihr das Ganze auf Chaotic Capricious War stellt, dann habt ihr wirklich unglaublich viele Kriege. Wirklich, ohne Schmarrn, es wird Krieg ohne Ende geben. Gefühlt jedes Jahr werden sich 5 oder 6 Nationen gegenseitig die Schädel einhauen. Und das ist unglaublich lustig, das ist super cool anzuschauen und das macht jedes Playthrough so einmalig, weil man nie weiß, welche Nation erklärt jetzt welcher den Krieg? Wer wird gewinnen? Welche Nation wird am Ende die stärkste sein? Ich überlege auch wirklich, ob ich da einfach mal so eine Spectator-Kampagne draus machen soll in Zukunft. Ja, kleine Anmerkung, könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Falls ihr neu seid, mal einfach abonnieren. Für jede Menge Strategie-Content, auch in Hearts of Iron 4, aber auch viele andere Spiele. Meistens allerdings keine simplen Playthroughs, sondern auch mal irgendwas Komplexeres, Anspruchsvolleres oder Interessanteres als einfach nur Let's Play Deutschland 128.000. So, nach der schamlosen Eigenwerbung schauen wir uns dann nochmal an, was denn so sich forschungstechnisch geändert hat. Dann hat sich auch einiges getan. Ihr seht das, wir sind im Jahr 1980, haben wir schon erforscht. Wir sind jetzt im Jahr 2000 und können bis 2030 forschen. Ihr seht, dass Infanterieausrüstung wurde komplett geupgradet. Support Companies sind gleich, da gibt es eh nicht so viel, was man hätte ändern können. Panzer haben auch mehrere große Länder ihre eigenen. Beispiel Russland, Frankreich, China, Italien, die USA haben alle ihre eigenen Panzer, auch mit Icons, mit Bildchen. Dasselbe für Artillerie, da ist allerdings ein bisschen simpler gehalten. Ich glaube, Artillerie haben nicht alle Länder oder gar keine Länder. Ich glaube, das ist alles größtenteils das gleiche bei denen. Landdoktrin haben schöne Hintergrundbildchen bekommen. Naval-technisch seht ihr auch neue Schiffe, aber das ist auch nicht so, dass sie neue spezielle Schiffe sind. Mal kurz gucken bei den USA, ob die denn vielleicht eigene Schiffe bekommen haben, weil die USA ist natürlich, ne, nicht die ISA. Die USA ist ja bekanntlicherweise eine der Supermächte, eine der großen Power. Die könnten sogar eigene Schiffe bekommen haben. Nein, haben sie auch nicht. Okay. Also, schiffstechnisch und artillerietechnisch hat keiner was Besonderes bekommen. Ist aber auch, glaube ich, besser so. Dann, gut, Naval
Bäume sind auch gleich geblieben, haben andere Hintergründe. Flugzeuge, gut, da haben sie ihre eigenen. Strike Eagle, Thunderbolt, Phantom. Wo ist die A10? Ich sehe hier keine A10, das passt mir nicht. Da ist er. Okay, die A10 Thunderbolt. Eine der legendärsten Flugzeuge in der amerikanischen Geschichte, in der US-Geschichte. Die ist auch heute noch im Einsatz, die A10. Gut, Luftdoktrin. Engineering ist auch komplett überarbeitet. Weil es natürlich generell das gleiche ist. Anti-Air-Detection, dann Research-Speed-Bonus schaut halt anders aus und ist ein bisschen in die Zukunft gebracht. Nukleartechnik ist schon komplett durchgeforscht, außer die 2008er und die 2012er. Und Industrie ist auch nochmal ein ganz großes Ding, wie ihr hier seht. Zum einen, klar, generell ist es wieder das gleiche, ist allerdings komplett geändert. Und es gibt jetzt Recycling. Ihr könnt dann später Recycling-Factories bauen, die euch dann Ressourcen bringen, je nachdem, welche ihr haben wollt. Generelle gibt es natürlich auch jede Menge, und zwar die, die es natürlich in der heutigen Zeit oder zumindest zu der damaligen Zeit auch gab. Die USA haben hier einige, wie man sieht, vor allem viele Field Marshals, aber auch jede Menge Generäle. Nehmen wir mal ihn als General, nehmen wir mal ihn als Feldmarschall. Und so ist es natürlich dann auch nicht nur für die United States of America, sondern wahrscheinlich auch für Deutschland und natürlich auch für viele, viele andere Nationen. Gehen wir her, schau mal hier. Volker Thomas, Ludwig Leinhos, Klaus Reinhardt, Karl-Heinz Lather. Natürlich auch einen Feldmarschall wieder zuweisen. Also, alles wunderschöne, realistische Bildchen mit den heutigen Generälen. China wird es wahrscheinlich genauso haben. Wir schauen mal kurz bei China vorbei. Gucken, was die da so haben an Generälen. Werden wahrscheinlich alle gleich ausschauen. Jetzt bin ich... Oh, jetzt habe ich die falsche Nation ausgewählt. Chinesen haben direkt 150 Divisionen am Anfang. Ja, das ist ja auch schon eine Frau. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Chinesen eine Generälin haben. Eine Generalin? Generalin? Generälin? Eine Generalsfrau. So. Aber auch hier lauter eigene Feldmarschälle und eigene Generäle. So. Aber das ist jetzt mal nur das eine. Jetzt schauen wir uns da nochmal die Fokusbäume an. Die sind für jedes Land, also fast für alle großen Nationen, sind sie von Hand erstellt. Für hier ein etwas mehr komplex, für die anderen etwas weniger komplex. Militärische Reorganisation haben wir. Hier im Free Media. Etwas, was bei China nie passieren wird. Dann Peaceful Rise. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Der Chinese Dream. Das wäre das, was ich spielen würde. Wahrscheinlich dann sogar hier mit der. Weiter nach links mit dem faschistischen Weg eher noch. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen ökonomische und politische Möglichkeiten. Die haben wir natürlich für alle Länder. Das wird natürlich. Deutschland hat übrigens, finde ich, den größten Fokusbaum gefühlt. Hängt auch damit zusammen, dass Deutschland. Also von den Möglichkeiten und Optionen hat Deutschland den größten. Hängt aber auch halt einfach damit zusammen, dass Deutschland in der EU ist und natürlich einfach ein historisch wichtiges Land. Da muss man natürlich auch so einen großen Fokusbaum haben. Hearts of Iron 4 existiert eigentlich nur wegen Deutschland. Hearts of Iron 4 würde es wegen dem Deutschen Reich gar nicht geben, wenn das Deutsche Reich damals nicht den Zweiten Weltkrieg angezettelt hätte. Hätten wir heute wahrscheinlich kein Hearts of Iron 4. Klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, ich weiß, aber es ist halt so. Und hier können wir viele, viele Sachen auswählen. Der eine oder andere kennt die meisten Optionen schon von meiner 2020-Kampagne. Und ich werde mal gucken, ob wir dann nächstes Jahr eine 2021-Kampagne machen mit der Mod. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Und dieses Mal werden wir jetzt im Jahr 2000 starten. Ich werde das Ganze allerdings dann wahrscheinlich auf 2020 entweder hochlaufen lassen oder gucken, ob ich das im Savegame bearbeiten kann, wie das dann möglich ist. Aber ihr seht das, riesengroßer Fokusbaum. Ihr könnt hier jedes Mal andere Playthroughs machen. Es wird jedes Mal anders laufen. Und natürlich auch, wenn ihr diese AI aktiviert mit den Capricious Wars, dass ihr dann chaotische Kriege habt. Das könnt ihr übrigens danach nicht mehr ändern, ja. Also ihr macht das einmal, ihr entscheidet euch am Anfang des Playthroughs für etwas und dann ist es so. Und da seht ihr auch bei den Decisions habt ihr mehrere Möglichkeiten, auch Land zu Land unabhängig. Ihr könnt zum Beispiel der EU beitreten, palästinische Diplomatie, Diplomatie mit Taiwan. Hat natürlich dann auch wieder Konsequenzen mit China, weil wenn man Taiwan Diplomatie macht, wird es den Chinesen wahrscheinlich eher weniger passen. Da könnt ihr Paraden machen und es gibt noch eine Secret Agreement, gibt es auch noch. Zumindest hier bei Deutschland. Da schauen wir noch kurz bei anderen Ländern vorbei. Schauen wir mal kurz bei den Franzosen vorbei. Was die denn so haben. Bei den Decisions. Auch hier könnt ihr wieder Diplomatie machen. EU beitreten. Revocal Guarantees. Dismantle of Factions können wir scheinbar auch immer noch aktivieren. Und auch die haben wir, die Operation Napoleon. Aha. Scheinbar so eine Sache zwischen den Mittelmächten. Schauen wir bei Russland vorbei. Russland ist auch ein Land, das sollte man immer mal angeschaut haben. Okay, die gibt es gar nicht. Warum denn nicht? Ah, Russland hat keine Secret Agreements, hat allerdings Education Policies. Kann auch versuchen, der EU beizutreten. Echt jetzt? Das wäre auch relativ interessant. Was auch relativ interessant ist, ist natürlich eine der letzten Sachen, die es noch gibt. Das ist die Government und Economy und die Legislation. Na, könnt ihr hier alles einstellen.
was für eine Regierungsform ihr haben wollt, was für eine Republik ihr sein wollt, oder beziehungsweise was ihr da machen wollt, parlamentarische Republik, konstitutionell, ach, Monarchie halt, totale Monarchie, hat alles seine Vor- und Nachteile. One-Party-State, minus 10% Consumer-Goods, richtig nice, richtig praktisch eigentlich. Dann könnt ihr noch die Taxes einstellen, die quasi einen direkten Einfluss darauf nehmen, was mit eurer Stabilität passiert, was mit eurem Research-Speed passiert, was mit den Factories passiert. Dann natürlich noch Trade-Policy. Dann habt ihr natürlich noch die Rekrutierungsgesetze, die Service-Time. Hat alles Vor- und Nachteile, könnt ihr natürlich überall drüber gehen. Und was ist das hier? Civil Liberties, also Zivilrechte. Welche Zivilrechte denn? Wer braucht schon Zivilrechte? Keiner braucht Zivilrechte. Die totale Herrschaft muss mit aller Gewalt angestrebt. Entschuldigung. So, ja genau. Relativ praktisch gibt es noch politische Advisor. Ihr seht es auch, ist ein bisschen mehr, als das bei HCV4 der Fall ist. Zum Beispiel hier, was haben wir denn hier? Factory Output plus 10%. Dafür hat man auch weniger Consumer Goods zur Verfügung. Also Consumer Goods Factories sind Civil Factories natürlich, Zivilfabriken. Dann, was haben wir hier? Weekly Stabilität plus 0,10. Erhöht leider auch den Drift in andere Ideologien. Dann Straßenbauer, ein Islamist, ein konservativer, ja, ihr seht das selber, also unglaublich viele Optionen und Möglichkeiten, was ihr alles einstellen könnt. Bei Research Production, das kennt sicherlich jeder, der das Spiel kennt, gibt es halt andere Fabriken, andere Namen. Military Staff, Division Attack, das ist alles cool. Aber wie gesagt, dieses Government und Economy und die Legislation, das sind richtig, richtig schöne neue, verbesserte Sachen, weil es einfach mehr Optionen gibt, was man machen kann, finde ich. Zum Beispiel hat man mehr Möglichkeiten, sein Land zu steuern, wie man an die ganze Sache rangehen will. Möchte man mehr auf Forschung Wert setzen? Möchte man mehr auf Krieg Wert setzen? Möchte man mehr Fabrikleistung haben? Relativ cool. Also allein deswegen ist die Mod schon echt ein Hingucker. Und ihr seht das, ihr könnt die Welt spielen, wie sie heute ist. In der 2016er Version gibt es hier noch den Islamischen Staat und noch ein, zwei neu gegründete Länder, die es in den letzten Jahrzehnten dann neu dazugekommen sind. Hier zum Beispiel in der Ukraine ist eine 2016er Version hier Novorossija oder wie das heißt. Quasi der Bürgerkrieg ist in der Ostukraine. Ja, und das ist eigentlich alles, was zu der Mod zu sagen gibt. Gigantische Mod, mega cool. Für alle ein Tipp, die Millennium Dawn Mod einfach zu komplex, zu umständlich, zu fordernd finden. Nicht fordernd im Sinne von, dass es zu anspruchsvoll ist, sondern einfach, weil sie zu komplex ist und damit die Systeme einfach überlastet. Zumindest war es so bei mir der Fall. Das ist einfach, die Mod ist so groß und gigantisch und hat so viele Features reingesteckt, dass sie einfach zu instabil ist. Deswegen, die Novum Vexillum Mod umgeht das Ganze, hat an den richtigen Stellen angesetzt, das Spiel einfach unterhaltsamer und abwechslungsreicher zu machen, einfach durch die Capricious Wars auch, die einfach die Abwechslung deutlich erhöhen nochmal, die den Spielspaß deutlich steigern, für mich zum Beispiel. Man kann sie aber auch ausstellen, man kann einfach auch so spielen, wie man möchte, hat mehr Möglichkeiten, sein Land anzupassen, hat gigantische Fokusbäume. Und ja, ich werde die Mod auf alle Fälle 2021 wieder spielen, wenn es heißt, Deutschland wieder Aufstieg beginnen 2021, so. Aber vielleicht mache ich auch mal eine Kann-Deutschland-Allein-die-Welt-erobern 2020-Version. Das wäre sicher auch mal interessant. Aber da muss man mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, hoffe, die Mod gefällt euch genauso wie mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.